Ja, auch heute haben wir wieder einige interessante Titel für Sie vorbereitet. Würde hier gern mit dem, wer den Sie im Hintergrund sehen, Dyneisen Mines Corporation, ein Wert aus Kanada mit dem Symbol DNN. Und wir hatten schon am Freitag festgestellt, dass es hier ein ja, ausgesprochen hohes Optionsvolumen gab, speziell natürlich auf der Call-Seite. Wir sehen auch jetzt im dritten Tag in Folge, nachdem Donnerstag und Freitag schon das Volumen so hoch war, einen Anstieg mit zusammenhängendem Anstieg der Aktie selbst. Natürlich muss man hier ganz klar sagen, die Aktie hat sich ja jetzt innerhalb von einer Woche schon fast verdoppelt, aber wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie schnell so etwas ja noch viel größere Ausmaße annehmen kann und die größten Wetten, die wir aktuell sehen, gehen hier auf 2,50 Dollar bis zum 19. März. Das ist so ein Stück weit die Option, die Sie hier auf der linken Seite sehen. Man liest im Prinzip hier immer das Datum dann vor den Strikepreis von rechts nach links, der 19.03.21. Hier sind 181.000 allein in den letzten 2 Tagen in diese Option geflossen. Und das würde bedeuten, dass wir in den nächsten 3, 4 Wochen mit Sicherheit noch einen weiteren Anstieg hier erwarten können. Sollte sich das bewahrheiten, sind es dann auch über diesen Preis von 2,50 Dollar. Jedenfalls sind das die Spekulationen. Was macht der Wert? Der Wert selbst ist im Bereich, oder es ist ein kanadischer Titel, aus dem Bereich Uranium. Hier sagt man ja für dieses Jahr auch eine größere Nachfrage voraus, was mit Sicherheit auch hier einer der möglichen Gründe für den wirklich exponentiellen Anstieg der Aktien in den letzten Tagen mit sein wird. Und ja, von daher glaube ich, dass wir hier vielleicht auch noch den ein oder anderen Titel aus einem ähnlichen Bereich erleben werden. In der Aktie selbst sieht man es, glaube ich, auch sehr, sehr gut hier dargestellt. Wenn Sie nur einmal auf das Aktienvolumen hier unten blicken, dann werden Sie feststellen, dass hier auch genau in diesen 3 Tagen natürlich ein extremes Volumen alleine bei der Aktie gehandelt wurde. Und vielleicht da auch nochmal kurzer Blick auf die dementsprechenden News, was wir speziell heute zu dem Wert hier gefunden haben, sind hier bei Yahoo Finance das ja, zusätzliche Volumen, was natürlich hier zustande gekommen ist, was 1700% Anstieg im Volumen bedeutet, hatten wir ja gerade gesehen. Und hier, das ist halt 2 große zusätzliche Aktienpakete zum Kauf gibt, wo die Firma natürlich auch nochmal Kapital generiert, was sie sicherlich gerade in der jetzigen Phase auch ganz gut gebrauchen kann. Das der aktuelle Wert von ja, heute. Natürlich haben wir auch oder wollen wir natürlich auch auf die Kommentare aus den Videos mit drauf eingehen. Da gab es eine Frage zu Alibaba. Alibaba sehen wir hier im Hintergrund den Chart. Da ist es, muss ich sagen, recht ruhig geworden in den letzten Wochen. Zeit der großen Bewegung hier Ende des Jahres, wo die Aktie kurzzeitig eingebrochen ist, hatten wir es auch schon häufiger thematisiert, war in der Form auch immer ein wichtiges Thema hier für uns. Jetzt muss man schauen, wo die Reise so ein Stück weit hingeht. Ich glaube, der charttechnisch zumindest, ich glaube, um die Nachrichten hier im Detail alle zu prüfen, würde sicherlich etwas mehr als die Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, benötigen. Aber was hier, glaube ich, ganz gut ist, dass wir hier so ein Stück weit jetzt einen weiteren Ausbruch aus dieser kleinen Seitwärtsbewegung sehen. Also Tendenz aktuell, würde ich jetzt schon einmal behaupten, natürlich auch dem positiven Umfeld des Gesamtmarktes geschuldet, weiterhin positiv, soweit sich das hier zumindest darstellt. Und natürlich wollen wir in dem Atemzug auch einmal einen kurzen Blick auf die Optionsdaten werfen. Nicht, ja, wir werden jetzt nicht so viele Informationen daraus ziehen können, wie vielleicht bei den gerade eben gesehenen kleineren Titel, den wir aus Kanada hatten. Hier sieht man, Optionsvolumen ist natürlich nach diesem Gap, was wir letztes Jahr hatten, stark zurückgegangen. Also der Wert ist momentan nicht so im Fokus, hat sich jetzt in der Form auch nicht wirklich mit einem großen Anstieg im Volumen hier gezeigt. Von daher gibt es natürlich attraktivere Titel, aber von meiner Sicht aus haben wir hier zum einen natürlich hier
Die Unterstützung bei 250, die sicherlich jetzt für den Einstieg als möglicher Stop-Kurs gelten kann. Und ich denke mal, Ziel sollte dann schon auch hier in kurzer Sicht wieder die 300-Dollar-Marke sein in den nächsten Wochen, zumindest wenn der Gesamtmarkt hier ein Stück weit mitspielt. Ja, und weitere Infos auch in der kommenden Woche. Also vergessen Sie nicht, zu unserem Kanal zu subscriben, um nichts zu verpassen. Für jeden Kommentar sind wir Ihnen natürlich dankbar und freuen uns auch auf Ihre Kommentare hier entsprechend mit einzugehen. Vielen Dank.